Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Ja, ich weiß auch nicht, also heiliges Blechler, die machen hier nur Schickram. Ja, du kommst zu nix. Ja, das ist zum Kotzen. Also, entweder liegt das wieder an mir, oder sie haben einfach keinen Bock. Ja, das ist echt zum Mäusemelken manchmal. Anstatt dass er einfach hier weiterfährt, ne? Ach, jetzt fährt er weg, der Bienen. Jetzt fährt er da rein, oder was? Sieh mal, du hast so in eine Knispel, oder? Sieh zu, dass du da wegkommst, du. Der hat hier eilig, der muss hier fertig. Mann, ey. So, das läuft. Gut, dass wir hier gerade hingeübt sind. Du machst hier erste Wegpunkt. Hacken das, Kollege. Das läuft. Du stehst da. Du sähst fleißig. Hier habe ich Holz abgeladen. Er fährt hier hin. Das ist okay. Er ist am Pressen. Der JCB muss los. Verkauf Gärtnerei, ne? Ja, es ist alles Gärtnerei-Mission gewesen, ne? Aber wir müssen anfangen, Ballen wegzufahren. Das geht nicht anders. Gärtnerei. Komm. Das hat keinen Zweck. Die liegen mir alle so weit von dem Weg. Verkauf Gärtnerei. Lege der Fest mal hin. Fest hier so lang. Oh, du kommst da hinten nicht um die Kurve. Pass mal auf. Alles klar. Wir hüpfen eben raus. Denn wir brauchen den Waldra. Wir brauchen diesen Waldra. So, wir haben Feld 47. Was ist da? Silagebahn. Alles klar. Dann hier. Kurs raus. Erster Wegpunkt. Kein Kurs. Wir müssen hier hin. Feld 47. Man. Kurs laden. Aktivieren. So. Wir fahren den eben fix rüber. Ist ja nicht weit. Kann der da direkt Kasala machen? Feld 47? Ne? Voll einen Schlepper kaufen, ne? Und dann zahlen wir erstmal Kredit zurück wieder. Wenn der Schlepper an Schlüssel ist, ist gut, dann können wir nämlich Kredit zurückzahlen. So, du machst hier erster Wegpunkt, Kollege. Das wird ja wohl laufen. Die sind wie fleißig, ne? Ist das schon. Ich sage, ich komme zu nix. Ich komme zu nix. Ey, heute ist echt Kasala hier. Jetzt den Laden erstmal wieder ins Laufen kriegen. Keine Chance, so schnell, du. Keine Chance. Ich bin nur an Rotieren hier, Rotieren da und der und hier und da und es ist warm. Ist ja nicht normal, du. Ist echt warm. Ich freue mich schon gar nicht mehr auf den Sommer. So. Das läuft. Wir wollten den haben, ne? Wieso verkaufen wir nicht Schrottmühle? Weg mit's Gemüse, wir kaufen uns was Vernünftiges. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ist ja gut. Klingt immer gut, wir kaufen uns was Vernünftiges, wä? Auf den habe ich keinen Bock mehr. Der macht nur mal Lässe. Und dann ist er Chikra. Mal aus den Hubel, raus hier. War nett, dich gekannt zu haben, aber dich kaufen wir nicht wieder. Hier verkaufen. 167 gibt es noch. Das ist ja ordentlich Geld. Das brauchen wir nicht mehr. So. Semek, Kollege. Was hast du denn so schickes an Stissel? Na, sag mal. Deutz? Wir könnten Deutz kaufen, aber der ist nicht so. Nicht so gut, ne? So, wir wollen hier hin. Wir brauchen schon ordentlich Leistung jetzt, ne? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Den hatten wir doch, oder ne? Ne, wir hatten den.
Den hatten wir noch nie, ne? Nee, aber jetzt schon wieder Cerion. Nee, da habe ich ja nicht so Lust drauf. Den hatte ich noch nie, ne? Das ist auf 449.000 mit 376 PS. Der hat zu wenig Leistung, ne? Oh, den können wir kaufen. Guck jetzt mal nicht da so drauf, was der da... Aber den können wir jetzt kaufen. Was ist das dann? Ja, das sieht aber auch scheiße aus, wa? So, mit Bandlaufwerk. So können wir den nicht fahren lassen, ne? So würde ich den kaufen. Reifenzaun 125. EU, LED, natürlich. 3-Punkt, Frontlader brauchen wir nicht, GPS auch nicht. Innenraumfarbe, Felgenfarbe gibt's ja. Oh, oh, oh. Eigentlich reicht der hier im Black, ne? Kaufen. Kaufen wir noch ein Gewicht dafür. Weil wir es brauchen später, oder? Wohl oder übel brauchen wir ja ein Gewicht, ne? Wir kaufen das. Das ist, sieht einfach cool aus. Kaufen. Ja. Danke. Wir haben nur einen Schlepper, ne? Ey. Ohrennös! Ohrennös, sag ich nur. Es ist kein roter, ne? Aber... Er sieht schon gut aus. Druck! Na, so viel Verlust haben wir ja nicht gemacht, ne? Und das ist ja schon... Hier mit Tür auf, Tür zu. Da kommt jetzt ein Grubär. Kann der erstmal grubären. Und der hat eine ordentliche Geschwindigkeit, weißt du? Da kannst du auch mal Ladewagen mitfahren und so. Müssen wir nämlich eh noch. Heilige Schikrami, Mann! Gibt's Schubrakete? Nee, warte mal hier, für Uwe. Uwe, hast du den schon gesehen? Hier, guck mal. Grobe Mission. Der Besitzer braucht Fläche. Tut mir leid. Was ein Schikrami. Das ist aber cool, das Moped. So, halt mal an hier. Bremsen sind aber Schickkram. Da müssen wir wieder nochmal irgendwie was dran drehen, du. Mach das Ding mal hinter, wo solltest du denn hin? Sag mal, wisst ihr das noch? Ich weiß das nicht mehr. Der sollte irgendwas grübern. So, hier. Grübern. Wo ist denn grübern? Guck mal, ach, 36. Ganz klar. So, dann wollen wir mal, let's make a test. Feld 36. Ist hier. Hier. Kurs laden, aktivieren, alles klar, danke. Du machst Feld 36, da fährst du mal hinter. Dann machst du da ordentlich Schub. Als Klo, fahr mal los. Das läuft. Kann man erzählen, ach, das war ich wieder, ne? Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Er ist hier ein Düngen. Er hat eine Bahn ausgelassen, das geht nicht. Das machst du hier aber nochmal. So nicht, Kollege. Alles mitnehmen, das ist doch für uns. Heiliges Blechlein. Okay. Guck mal, der ist schon auf der zweiten Bahn. Der steht hier. Ich wollte die Melissa auslagern, die soll rüber. Heiliges Blöde, geht die Schlag auf Schlag. Hier Melissa, nee. Ach, hab ich schon rüber getragen. Warum bin ich denn hier nochmal hingefahren? Dann machen wir Hefe raus.
Wenn wir schon gerade hier sind. Ich habe hier geguckt, ich bin pflücker, ne? Auslagern. Alles. Okay. Zurück. So, wir zahlen aber erstmal gleich Kredit zurück. Das ist gut. Sind wir, haben wir noch Malz da im Malzwerk? Gehen wir hier hin. Auslagern. Okay. Ah ne, wir müssen erst hier vorne. Dann kann der das ja direkt zur Brauerei heizen, ne? Da ist auch schon wieder ordentlich Schweinefutter drin, nur. Jetzt zeig die. Hör mal an. Na. Mach den mal wieder an. Escape hier. Hier geht's Malz. Auslager, mein Freund, und Kupferstecher. Mach mal alles. Okay, danke. Und Hese. Der hat doch nicht alles ausgelagert, oder? Auslagern. Auch alles. Okay. Danke. So, dann fährst du jetzt erst zur Brauerei. Kannst da schon mal Kasala machen. Brauerei, fahr mal Brauerei anliefern. Ich weiß nicht, ob er den Punkt trifft, aber fahr da erstmal hin. Da klingt schon mal noch ein Plan. So, das läuft. Er hat die gerade nicht so technisch. Nützt nichts, ey, wir müssen anfangen. Machen wir Z. Fahr mal rüber. Lad mal ab. Z. Feld 45. Das ist gut. Dann machen wir direkt weiter. Ihr lädt in Feld 45 ab. Dann können wir alle Ballen fahren. Das ist gut. Dann darf ich nicht eher aufhören, bis das fertig ist. Kasala, Kollege. Vor der Hinde. Zack, zack, zack. Das haben wir eh. Steht ja heute nur dumm rum. Ja, auch nur. Naja. Die haben noch Futter, ne? Er ist hier fleißig auf 47 schon am Mähen. Er kommt noch nicht zum Ein. Unser Feld ist fertig. Ist gut, dann kann der jetzt zum Hof. Oder muss der in eine Mission, sag mal. Also ich sagte, kann zum Hof hier. Hier ernten haben wir doch noch. Zwiebeln? Habe ich Zwiebeln? Habe ich auch. Du fährst jetzt Feld 58. Fahr mal Feld 58. Wie teuer ist Feld 58? Das ist Roggen, ne? Feld 58. Wo ist denn Feld 58? Ach, die Ecke ist das. Was kostest du? 649.000. Bevor wir erst zum Hof reparieren. Du fährst Malzfabrik ab. Abholen. Ne, anliefern ist das, ne? Malzfabrik anliefern. Darf jetzt mal hin. Das passt dann. Er steht hier wieder in der Blüse, ne? Ich sag, wir wollen Kredit zurückzahlen, ne? Und fang schon wieder an hier. Andere Sachen zu machen, ne? Aber ist jetzt egal. Was wir haben, haben wir. Das ist ganz gut. Bisschen Alphabet. Wer ist denn Alphabet? Ah, die Düngemission ist hier abgeschlossen. Das kann sein, ne? Abschließen. Alles klar. Das, ne, ist voll. Du fährst
Nochmal zur Molkerei. Machst du voll den Laden? Danke. Du weißt, wo du lang willst, ne? Ich glaub nicht wirklich. Entschuldigung, den musste raus, hat keine Miete gezahlt. Das läuft, das ist gut. Die machen hier einen Job, ausnahmsweise. Du fährst mir zum Hof. Halt, stopp, ey, ist nicht sein Game, da müssen wir nicht bei uns noch was tun. Weiß das gar nicht. Hier eben. Natürlich, wir müssen bei uns auch düngen. Feld 65, Feld 22. Ach, das ist abgeerntet, aber Feld 65 ist so ein Wachstum, oder ne? Nee, dann fahren wir Feld 65 düngen. Aber dann muss er schon erstmal zum. Ne, könnte noch reichen. Feld 65. Kein Kurs. Feld 65. Düngen. 42 Meter. Kurs laden, aktivieren, zurück. Wir gehen eben hier hin. Machen automatische Ausbringmenge an. Machen das wieder weg. Sagen ihm, der fährt jetzt hin und messet. Gut. Wie war das so als. Ne, ist wie fleißig. Das läuft. Er steht dumm rum. Er ist gleich da. Das ist gut. Er ist auch fleißig. Er hängt hier fest. Das läuft. Wir sind schon wieder da, wo ich nicht hin wollte, ne? Das läuft. Okay, wir nehmen den hier entgegen. Wenn ich meinen Cursor finde, der ist nämlich da. So, da bleibt wahrscheinlich was über, ne? Da wird auf jeden Fall was überbleiben, nämlich Hefe. Wo können wir denn Hefe verkloppern? Ist das überhaupt guter Preis jetzt? Aber wir könnten die Kohle gebrauchen. Ja, guck mal. Wo ist der? Lidl. Alles klar. Wie viel ist mir Verkauf Lidl? Obwohl, warte mal. Ich fahr da schon mal hin. Boah, was war das? Was hat gehört, ey? Mir sind ja gerade die Ohren abgefallen hier. ZZZB. Ne, vorwärts. Wir müssen hier mal eine Rutsche Ballen mitnehmen. Hat der Onkel gesagt. Dann muck wir ihm. Dann haben wir das nämlich auch schon. Ey, cool, Feld 45 kannst du so abschließen. Aber ich bin heute noch ewig bei. Simmer! Svenny, ey, du hast sowas. Ach, der ist es, dieser Kumpel. Warum nimmst du den Ball nicht mit? Dann schmeißt ihn doch da an die Seite, dann wollen wir den auch gar nicht mehr haben. Natürlich wollen wir. Ich sollte nicht Außenansicht fahren, ne? Das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, warum der die Balle nicht mitnimmt. Aber liebe Leute, ihr wisst jetzt, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, sollen wir das Feld kaufen oder nicht kaufen, aber
Sind auch noch 700.000, ne? 300.000 eben so mal einspielen ist auch nicht so einfach, aber wäre halt erntereif und trocken. Können wir für die Mehlfabrik verwenden, ne? Wäre gar nicht so uncool. Wäre echt eine gute Überlegung wert. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir grob mal, wie es ist. Erntereif. Klar, vor allem dann wieder Missionsgeld weg, aber da können wir doch mal mit leben, ne? Ich weiß es noch nicht. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!